Wir springen jetzt hier einfach mal als UPS-Bote hier in meine Mercedes X-Klasse. Herzlich willkommen, Leute, zur 99. The Crew 2 Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Flobby, Leute, und wir springen jetzt hier einfach mal als UPS-Bote hier in meine Mercedes X-Klasse. Leute, wir befinden uns hier in Salty Lake, was in der Nähe von Las Vegas sich befindet. Und ja, Leute, hier gibt es eine Wüste und ich muss da ein Paket hinliefern, Leute. Und ja, es wird mega nice, Leute. Wir sind hier heute in der X-Klasse unterwegs und ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ja, morgen ist es soweit. Meine 100. The Crew 2 Folge geht online hier auf meinem Kanal. Und ja, das ist einiges. 100 Folgen, ja, 100 Videos, das ist schon krass, ne? Ich habe jetzt hier auf meinem Kanal, keine Ahnung, 340 Videos hochgeladen. Und sagen wir mal, ein Drittel davon sind dann halt reine The Crew 2 Videos, ne? Das ist schon ein guter Prozentsatz, ne, würde ich mal sagen. Und ja, das Spiel hat mich hier auf diesem ganzen Weg begleitet, ne? Also, ich habe ja schon relativ früh angefangen, oder es war ja einer meiner ersten Let's Plays hier auf diesem Kanal. Ich hatte ja noch viele andere Kanäle und habe auch eigentlich schon vor diesem Kanal, war ich schon ungefähr, weiß ich nicht, mindestens ein halbes bis, ja, eigentlich schon ein Jahr tätig auf YouTube. Und, ja, ich wusste nicht, dass dieses Spiel mich wirklich so weit nach oben bringt. Das hat mich auch wirklich sehr, sehr überrascht. Aber ich freue mich rum, halt auch so viele dann auch zu unterhalten. Und ich sehe ja, es gefällt euch und so weiter und so fort. Und ja, ich überlege gerade, was soll ich denn als 100. Folge so aufnehmen? Es ist halt voll speziell eigentlich. Aber irgendwie fällt mir darüber auch nichts ein. Also natürlich, ich könnte jetzt die besten The Crew 2 Clips zum Beispiel zeigen, so mäßig. Oder so, ja, das kann ich alles machen, aber die 100. Folge, weiß ich nicht. So, ich habe jetzt nichts Krasses vorbereitet. Vielleicht ist das schlecht, oder also ich finde halt so spezielle Videos zu machen, 100 Aufrufe auf irgendeinem Video zum Beispiel, oder, weiß ich nicht, 3000 Abonnenten oder so, das kann man mal machen, dann kommt ja auch nicht jeden Tag vor, ne, oder natürlich 100 Folgen The Crew 2, aber ich weiß halt gar nicht, was ich machen soll. Das ist ganz schwer zu sagen. Also Leute, was würdet ihr denn so machen? Natürlich, es ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Ich habe dieses Video wahrscheinlich, das 100 Abonnenten zum Beispiel, jetzt schon aufgenommen. Aber trotzdem könnt ihr ja gerne einen Kommentar schreiben, was wünscht ihr euch vielleicht? Oder was wünscht ihr auch euch in der Zukunft, nach diesen 100 Folgen, ne? Weil ich denke mal so, 100 Folgen sind viel, ne? Das ist ja schon eine Spielzeit. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass ich halt schon echt viel hier getestet habe, ausprobiert habe und das Spiel schon wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, fallen mir dann auch irgendwann mal halt keine Ideen ein. Es gab ja diese kleine Pause, die ich ja hatte, wo ich dann kein The Crew 2 aufgenommen habe und es dann hieß Ende mit The Crew 2. Ich dann aber eigentlich nach kurzer Zeit relativ gehypt wieder war auf das Spiel und ja, jetzt spiele ich das ja jetzt wirklich schon seit 2 Jahren. Na gut, ich habe es mir vielleicht, weiß ich nicht, das kam jetzt 2018 raus. Wann habe ich mir das gekauft? I don't know. Aber lass uns erstmal sprechen darüber, wo fahren wir hier gerade, Leute. Wir fahren hier auf den Schienen, aber der Wegpunkt sagt, wir sollen über die Schienen fahren. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Zug sind, aber okay. Wenn das so ist, dann ist es so. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Aber was auf jeden Fall wichtig ist zu erklären, ist, dass ich nicht 10 Jahre noch The Crew 2 bringe. Das ist natürlich auch klar, ne? Also ich versuche dann auch nach diesem Monat auch andere Spiele auszuprobieren. Zum Beispiel auch mal Formel 1 zum Beispiel oder halt dann Forza Horizon 4. Möchte ich vielleicht etwas präsenter auf diesem Kanal machen. Es war mir halt lange nicht möglich, dieses Spiel aufzunehmen. Ich habe es dann irgendwie hinbekommen. Jetzt habe ich aber gerade Schwierigkeiten, dass ich gerade online nicht spielen kann. Das ist sehr schade, sonst würde ich halt schon seit Tag 1 Forza Horizon 4 Content bringen. Es gefällt euch ja auch. Ich habe hier die Resonanz gesehen. Aber ja, es ist halt schwer aufzunehmen, weil das Spiel halt auch sehr hochauflösend ist. Und ja, ich habe eine gute CPU und eigentlich habe ich auch nicht die krasse Auslastung meiner CPU. Aber irgendwie kriegt es mein OBS und so, also mein Aufnahmeprogramm, aua, ein Stein, nicht hin einfach. Holy shit, aber ich versuche es auf jeden Fall hinzubekommen. Und es wird ziemlich nice. Ich versuche jetzt auch andere Spiele mal mehr in den Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel LSPDFA würde ich einfach viel lieber, viel öfter machen. Ich habe jetzt an dem Spiel noch ein bisschen was verändert und
Es wird ziemlich, ziemlich nice. Ich freue mich schon sehr, das wieder aufzunehmen. Es werden auch vielleicht mal neue Spiele kommen, ein bisschen mehr Abwechslung reinkommen. Es kommt natürlich auch noch der gewohnte The Crew 2 Content, aber halt sowieso nicht mehr so regelmäßig. Und ich habe mir halt überlegt, für diesen Monat, für den Monat Mai, mal so einen Daily-Monat The Crew 2 auszuprobieren, weil euer Support auch mega heftig ist, ne? Und ja, ich wollte mich so gesehen auch dafür bedanken, ja. Es ist so gesehen auch ein kleines 3000 Abonnenten-Special, dass ihr jetzt hier jeden Tag ein echt gutes und eigentlich waren alle Videos eigentlich relativ lustig. Ihr bekommt den Content und das hat mir auch Spaß gemacht, aber es geht schon wirklich an meine Grenzen. Und natürlich ist es klar, dass wir sowas nicht auf lange Dauer durchziehen können, ne? Es war so eher so ein Event, was ich irgendwann mal auf jeden Fall gerne nochmal machen würde, aber Leute, egal. So, auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt hier in der Wüste. Und Alter, mit der X-Klasse geht das hier auf jeden Fall sehr gut fit hier. Ich glaube, mein Paket, dem geht's noch gut. Aua, 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 aua. Aber dem Auto vielleicht gleich nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der ganze Sand macht auch ein bisschen mein Getriebe und so kaputt. Also hier wird auf jeden Fall mein Getriebe sehr gut beansprucht, ne? Hier ist die Salzwüste. Ich habe ja immer gesagt, das ist Schnee. Nein, Leute, das ist kein Schnee. Da hinten ist, glaube ich, Schnee. Aber Leute, wir fahren jetzt mal querfeldein hier Richtung Las Vegas, Leute. Und lol, Alter, hier. Echt, also die X-Klasse ist wirklich sehr, sehr gut. Guck mal hier, Leute. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber es macht Spaß, diese X-Klasse hier zu fahren, Leute. Mega nice. Und die ist auch relativ schnell. Und lässt sich sehr geschmeidig fahren hier. Oh Mann, geil. So, unsere Lieferung müssen wir. Oh, okay, damit habe ich jetzt. Nein! Oh, Alter, noch gerade von dem Stein! Überall Steine. Alter, oh Mann. So, geil. So. Und. Yeet. Und. Yeet. Geil, das macht Spaß, Alter. So, dann. Ja, vor uns befindet sich schon die Skyline von New York City, wahrscheinlich, oder? Von Las Vegas, Leute. Ein bisschen in die Spielo gehen, Leute. Und ein bisschen Urlaub in Las Vegas machen. Schade, denke ich mal nicht. So, wir müssen gleich hier unsere Fracht abgeben. So, einmal hier noch die. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Jump. Easy. Oh, oh, das nehme ich mit. Warte, stopp, stopp. Oh nein. Ich kann das hier nicht öffnen. Schade. Wow, trotzdem fahre ich gegen. Schade. Mein HQ-Posteingang. Leute, ich muss noch meine E-Mails hier leeren. Hat so viel Trash da wahrscheinlich drin. Naja, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. So, hier befinden wir uns jetzt in Las Vegas, Leute. Der Roadtrip geht weiter. Wir kämpfen uns durch hier ganz Amerika. Heute aber alleine. Mein Cousin ist gerade nicht erreichbar, so gesehen. Und da nehme ich heute mal wieder alleine auf, so wie ihr es auch gewohnt seid. Auch wenn wir jetzt in letzter Zeit echt viel mit meinem Cousin gemacht haben, das auch wirklich richtig nice war. So, dann bringen wir jetzt unser Paket hier aus dem Weg. Achtung, 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 Paket, Bote. Alter. Wenn so ein Paket, also die Pakete sind eigentlich schon kaputt, aber ja, es ist ja egal, ne? Das sind ja nicht meine Pakete. So, was ist das denn hier? Gott, hä? Ist das ein Zirkus oder was? Hier war ich ja noch nie, Alter. Ringmaster. Okay. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Sieht doch ein bisschen. Oh, sind sehr viele Polizeiautos. Schnell weg hier. Alter, schnell weg hier. So, auf jeden Fall. Ja, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Und hier sieht es auch so aus, als würden wir hier auch nicht mehr rauskommen aus diesem Parkplatz. Erstmal verirrt. Perfekt. Wichtig und richtig. So, ich glaube, hier kann man raus. Oh, chillig. So. Dann fahren wir mal schnell hier unser Paket wegbringen. Aus dem Weg. So. Der UPS-Kunde muss ja immer durch. Der Bote. Nicht der Kunde. Bin ja nicht der Kunde. Oh. Achtung. Achtung. Weg. Weg. Aber wir müssen ein bisschen was in die Wohnsiedlung. Und. Zack. Ey. Alter, die laufen hier einfach über die Straße, Alter. Die ist ja echt gefährlich hier. Vierspurig oder. Ja, doch. Vierspurig. Alter. Das ist sportlich, wenn man hier versucht drüber zu gehen. Wow. Aua, 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 Alter. Okay, so. Ich glaube, da hinten ist eine kleine Wohngegend. Schön, Alter. Sehr schön.
müssen sich auf jeden Fall auch noch zum Grand Canyon fahren, Alter. Darauf freue ich mich auch schon. So. Okay, ich fahre hier hin. Hier sollte es sein. Und hier soll das Paket. So, hier. Oh, zack. Paket ist da, Leute. So, ich würde mal sagen, das war's hier von diesem Circle 2 Video. Ja, es war jetzt ziemlich kurz auch, ne? Aber UPS versucht natürlich, seine Pakete schnell abzugeben. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Und das wird ja dann morgen die 100. Circle 2 Folge sein, Leute. Seid da jetzt nicht so krass gespannt, ja? Es wird wahrscheinlich jetzt nichts mega Specialiges geben. Aber erwartet vielleicht irgendwann mal einen richtig geilen Stream. Darauf hätte ich richtig nice Bock. Auf jeden Fall, Leute, ja, das war's von diesem Video. Du willst mehr The Crew 2 sehen? Dann schau einfach mal in der The Crew 2 Playlist vorbei. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen. Schöne Pfingstfeiertage, Every Day, Every Night. Haut rein und ciao.